Und weiter geht's mit dem versprochenen Action Hall. Und zwar, ich war ja bei der lieben Birgit und bin das erste Mal beim Action gewesen und habe natürlich so richtig zugeschlagen, beziehungsweise war zwischendurch auch noch beim Teddy. Und die Sachen zeige ich euch als erstes. Und zwar habe ich beim Teddy nur diese Blümchen gekauft. Für 1 Euro. Und diese Blümchen in grün, auch für 1 Euro. Und dann habe ich hier ein Stempelset mitgenommen. Also die Stempelkissen brauche ich nicht. Ich brauche halt nur die Stempel. Und die sind für die liebe Larissa aus unserer WhatsApp-Gruppe. Ich hoffe, sie hat die noch nicht. Ansonsten kriegt sie meine Tochter. Ist auch nicht so schlimm. So, das räume ich mal beiseite. Dann hat mir die liebe Birgit aus dem Sonderposten, also so aus der Postenbörse heißt das, eine Lightbox besorgt. Ja, super. Passt nicht aufs Bild. Mal verkehrt rum. Ja, auf jeden Fall eine Lightbox. Jetzt habe ich auch endlich eine und wir wollen jetzt mal gucken, ob die eventuell vom Teddy die Buchstaben da auch reinpassen. Vielleicht weiß das ja jemand von euch und kann mir das schon mal beantworten. Ja, und weiter geht's dann mit meinem riesen Action Haul. Also ich habe wirklich zugeschlagen. Und zwar, ich fange am besten mal mit den Blöcken an, denn dann kann man so schön stapeln. Und zwar habe ich einmal, ich brauche die jetzt auch nicht zeigen, ihr kennt die ja alle. Mir diesen Block gekauft. Einmal im Schnelldurchgang. Den habe ich, also ich habe noch keine Weihnachtsblöcke gehabt, deswegen habe ich mir jetzt so ein paar gekauft. Den, ach so, seht ihr, und schon geht's los. Einen habe ich bei einem Teddy noch mitgenommen. Und das war der hier. Genau. Also ich zeige dir jetzt auch nur im Schnelldurchgang, weil das ist wirklich, sonst sprengt das den Rahmen. Dann habe ich mir diesen Block mitgenommen. Kennt auch jeder mittlerweile vom Action. Weil der kommt, glaube ich, in jedem zweiten Haul kommen diese Blöcke drin vor. Genau. Ich stehe ja momentan total aufs Papierbasteln. Ich habe auch schon ganz, ganz viel gemacht. Und zwar bin ich mehr oder weniger dem Origami verfallen. Da dürft ihr euch demnächst auch auf ein Haul freuen. Auf ein Haul, auf ein Craft-Update. Da habe ich ganz viele süße Sachen schon gefaltet. Und dann habe ich diesen Block. Fand ich auch sehr schön. Die blauen fand ich jetzt irgendwie nicht so schön, aber jetzt irgendwie doch. Also jetzt fehlt irgendwie doch noch was Blaues. Dann habe ich mir diesen Block mitgenommen, wo man so verschiedene Boxen, Taschen, Umschläge und so weiter und so fort machen kann. Und zwar ist das auch hier mal vorgestanzt. Hier sieht man das vielleicht. Und dann kann man das immer raustrennen. Ja. Und dann die verschiedenen Boxen basteln. Fand ich sehr schön. Und dann habe ich auch noch diesen davon mitgenommen. Sind, glaube ich, nee, es sind andere. Das sind Umschläge und kleine Boxen. Viele verschiedene Motive drin, aber wie gesagt, ich glaube, das kennt ihr ja alle. Dann habe ich mir diesen Block mitgenommen. Kennt ihr ja auch mittlerweile. Fand ich auch sehr schön. Mal was anderes, nicht immer das Gleiche. Und zu guter Letzt diesen Block. Den habe ich auch noch nicht. Upsala.
Manometer. Ja, diesen Block. Und dann habe ich mir noch so ein 3D-Block mitgenommen, wo man diese Motive basteln kann. Hier hinten sind sie zu sehen. Mit Pferden, Fuchs und ja. Ist auch sehr schön. Ich habe den jetzt noch nicht aufgemacht, aber so sieht es dann aus. Und dann sind da die verschiedenen. Ups, da ist schon eins rausgefallen. Genau, den. Diesen kennt auch jeder, wo man die verschiedenen Sachen, so eine Laterne und Tags und Schachteln, Schleifen, so Bälle, so ein Säckchen, Geschenkanhänger, ein Kranz. Ja. Und das gleiche nochmal in Schwarz, diesen hier, Schwarz-Gold. Ja, eine Laterne, dann hier diese Anhänger, Kranz, das Säckchen, Schleifen, Schächtelchen, Tags. Ja, alles dabei, fand ich auch sehr schön. Dann habe ich mir, und zwar Hobbykarton mitgenommen. Und zwar dieses Paket. Diese Farben sind da drin enthalten. Ja, da kann man es sehen. Dann habe ich mir Hobbykarton, also das war DIN A5 und das sind die langen, wie die Blöcke, diese langen Blöcke, genau, mit diesen Farben. Dann habe ich mir zwei Holzbauteile aus diesem MDF mitgenommen und zwar einmal diese Szene. Hier ist der ganze Inhalt enthalten. Oder legen wir mal hier an die Seite. Dann dieses große hier. Das fand ich auch richtig schön. Das passte so schön mit dem jetzt zusammen, habe ich gedacht. Ja, und da ist auch alles, was man braucht, enthalten. Ja, so. Ach so, ja genau, da oben ist mein Lämpchen. Uiik. Die habe ich auch gekauft. Dann habe ich mir einmal dieses Foam Tape mitgenommen, also dieses Schaumstoff Tape, was ein bisschen dicker ist für die 3D-Gestaltung. Dann hatte ich mir einmal diese Twin Marker mitgenommen in den lila Tönen. Okay. Oh, Gesundheit, Entschuldigung. Dann habe ich mir die Glasmarker mitgenommen und zwar einmal in diesen Tönen. In diesen Tönen. Und last but not least in diesen Tönen. Bin ich mal gespannt, wie das aussieht. Ja, dann habe ich mir neue Silikonformen mitgenommen. Einmal Herzen. In drei Stück sind da drin. Diese. Dann diese rechteckigen drei Stück. Und sie hatten so Strassboxen im Angebot. Die habe ich mir auch mitgenommen und zwar zweimal, einmal für mich und einmal für meinen Shop. Also wie gesagt, immer mal reingucken in den Facebook-Shop, da kommt ganz viel von rein. Dann habe ich mir so eine Bänder mitgenommen, also so diese Deko-Bänder, diese Bordüren. Einmal das, dann dieses hier, kann man auch schön auseinanderschneiden und immer einzeln benutzen, immer 2 Meter drauf, ja,
Oh ne, hier ist nur ein Meter. Reicht aber auch. Dann habe ich mir so ein Band mitgenommen mit so einem Schleifen. Oder so rum. Eigentlich gehören die Schleifen so rum. Sind aber falsch in der Verpackung. Naja. Dann in so Orangetönen. Dann habe ich mir diese Bling-Bling-Sticker mitgenommen. Dann habe ich mir, upsala, Clear Stamps gekauft. Und zwar einmal diese. Aber da weiß ich noch nicht, ob ich die selbst behalte oder einfach auch in meinen Facebook-Shop einstelle. Also wer daran Interesse hat, unbedingt in meinen Facebook-Shop gucken. Und der ist auch unten in der Infobox. Einfach reinschauen und dann könnt ihr das da alles bekommen. Dann habe ich diese Stanz, also mit Stanzern, diese Stempel mit den passenden Stanzern dazu. Genau. Dann habe ich mir neuen Kleber mitgenommen, Sekundenkleber. Und zwar habe ich mal das Gel mitgenommen. Ich will das mal ausprobieren, wie das so ist. Und wenn das gut ist, dann muss die liebe Birgit mir noch ein paar kaufen gehen. Dann habe ich mir auch diese Handcreme mitgenommen, nachdem die liebe Verena in dem Haul, in ihrem Haul, beziehungsweise in ihrem Tauschpäckchen gesagt hat, die würde so gut riechen. Und da habe ich sie mir auch mitgenommen. Und ja, sie riecht sehr gut. Gefällt mir total gut. Dann habe ich mir solche Klarsichthüllen für, ja, eigentlich ist das für Karten, aber man kann halt auch alles andere drin reinpacken. Ich weiß gar nicht, wie viele da drin sind. Ich habe irgendwie keine Zahl gefunden. Aber, ja, keine Ahnung. Naja, ist auch egal. Dann habe ich mir noch einmal Weihnachts-Washi-Tape mitgenommen. Und zwar das goldene. Das fand ich auch total schön. Mit Tannenbäumen, Xmas, einfach nur Goldglitzer und schwarz-weiß. Dann habe ich noch mir einmal Briefumschläge mitgenommen. 4 Stück. Genau, die bunten. Dann habe ich mir diese Umschläge, diese Design-Briefumschläge mitgenommen. Einmal in diesem, ja, Orangeton, sag ich jetzt mal, mit Schleifen drauf. Und einmal in Blau mit Sternen. Und zu guter Letzt natürlich Bling-Bling-Sticker. Und zwar zweimal diese Farbe. Zweimal diese Farbe. Zweimal in Weiß, zweimal in Rosa, zweimal in Grün und zweimal in Blau. Ja, und das bei diesen Stickern ist es halt auch so, einmal ist für mich und einmal kommt in Shop. Also, wer die Sticker unbedingt haben möchte, reinschauen in meinen Facebook-Shop und ja, sich die noch für den Oktober sichern. Ja, und das war's dann auch. Ein paar Sachen habe ich noch gekauft, wie Socken, Leggings und ein paar Sachen für meine Tochter, so Kleinigkeiten, aber die hat sie jetzt schon in ihrem Zimmer und ja, aber ich freue mich aufs nächste Video, was definitiv dann das Craft Update Papier wird. Und ja, wie gesagt, ich habe ganz viele Boxen gefaltet, ein Friendship Umbrella habe ich ausprobiert, ganz viel Origami-Sachen, ganz süße und ja, irgendwie macht das total Spaß und ich werde mich auch gleich noch ein bisschen ransetzen und ja, und freue mich einfach aufs nächste Mal. Bis dann, tschüss!